Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing für Filme.de. Auch diesen Monat packen wir wieder die Z-Box aus dem Hause Zavi aus. Die steht diesen Monat unter dem Motto Femme Fatale. Und was hier alles drin ist, erfahrt ihr gleich nach dem kurzen Intro. So, wir packen sie aus, die Z-Box des Monats Februar 2020. Femme Fatale, das ist natürlich gerade im Moment, wo Harley Quinn wieder für Recht und Ordnung auf den Kinoleinwänden sorgt, ein heißes Pflaster. Und die Z-Box im Allgemeinen ist das natürlich auch. Mit der Z-Box bekommt ihr jeden Monat eine Box randvoll gefüllt mit Merchandise für Fans, für Geeks, für Nerds quasi. Und wenn ihr eine Box haben wollt, dann folgt unten dem Link und bestellt euch eine für 25 Euro oder aber ihr schließt am besten gleich ein Abo ab über 6 Monate oder vielleicht sogar über ein ganzes Jahr. Und je länger ihr das nehmt, desto preiswerter wird die Z-Box. Und wir haben jedes Mal tolles Zeug drin, das Fanherzen höher schlagen lässt. Zum Beispiel diese Verpackungsfolie hier. Bang! Oh, das war jetzt ein Schuss in den Ofen, aber weiter geht's mit Sachen, die wirklich geil sind. Zum Beispiel haben wir hier eine Harley Quinn Vinylfigur. Richtig cool. DC Boomshells nennt sich das Ganze. Ich hole die auch mal aus der Verpackung raus. Das ist eine von 3 Figuren, die im Handel erhältlich sind. Das ist einmal Mera, dann Black Canary oder aber Harley Quinn. Die haben wir in der Z-Box drin. Collector the entire line of DC Comic Bombshells. Mega geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas super. Ja, also letzten Monat war ein Batman mit da drin und jetzt haben wir die Harley Quinn. Die können wir direkt daneben stellen. Boah, ist das geil. Das ist so Hammer. Schaut euch das an. Ja, und apropos Hammer, den hat sie natürlich auch dabei, den Hammer. Ja, Harley Quinn, das ist die Harley Quinn aus den Suicide Squad Filmen, beziehungsweise aus dem Suicide Squad Film oder aber aus der Computerspielreihe Arkham, also Arkham Knight, Arkham Asylum und so weiter, ist nicht die Harley Quinn aus der Zeichentrickserie und später auch aus den Comics. Wobei in den Comics sieht sie, glaube ich, auch mittlerweile so aus. Aber ursprünglich hatte Harley Quinn ja dieses Harlequin-Kostüm. Und ja, das ist halt die Harley Quinn aus den Filmen. So, das ist Nummer 1. Weiter geht es mit, was haben wir hier? Ah, Catwoman, ja, natürlich. Also wenn wir eine Femme Fatale haben im DC-Universum, dann ist das Catwoman alias Selina Kyle. Das ist ein, ja, aus der Eagle Moss Collection. Das heißt, ja, ihr könnt, die Eagle Moss Collection gibt es ja, da könnt ihr so Figuren bestellen. Die kommen dann auch einmal im Monat zu euch nach Hause. Und Zavi hat jetzt halt diese Figur auch noch mit drin. So, das ist die Catwoman. Ah, hier ist offen. Oh, die ist aus Metall. Die ist auch cool. Die ist also richtig hochwertig auch verarbeitet. Geil, 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 geil. Hier unten drunter haben wir noch so ein Zertifikat, beziehungsweise so ein, ja, so eine Seriennummer oder was es ist. 1295. Und ja, so schaut sie aus mit ihrer Peitsche. Und allem drum und dran, vielleicht wenn ich das mal vor dieser Box mache, dann sieht man es besser. Cool, mega geil. Also richtig cool, das ist jetzt schon der 2. Aufsteller, sage ich mal, in dieser Box, den man sich auf jeden Fall so ins Regal stellen kann. So, und weiter geht's. Ah ja, das kommt als letztes, das nehme ich zum Schluss, das große. Hier haben wir noch einen Pin. Einen Marvel-Pin mit der Black Widow.
Den hole ich auch mal raus. Ja, einen Black Widow Anstecker von Marvel. Das passt natürlich auch gut, weil Black Widow kommt jetzt ja auch demnächst ins Kino mit ihrem ersten Solo-Film. Und ja, da haben wir dann eine weitere Marvel-Femme Fatale. Wobei, was heißt eine weitere? Das ist ja beides DC. Und das hier ist dann das erste Marvel-Produkt. So, und für das dritte Teil, das vierte Teil, das letzte Teil, brauche ich ein bisschen Platz. Das ist nämlich das T-Shirt, weil in jeder Setbox ist ein exklusives T-Shirt drin, das ihr auch nur hier bekommt und sonst nirgendwo anders. Und das ist diesmal, ja, natürlich, Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn. So ist der Filmtitel, wobei mittlerweile heißt der Film ja gar nicht mehr so. Der Film wurde ja mittlerweile umbenannt in Harley Quinn Birds of Prey. Ja, weil die Kino-Zuschauerzahlen, die sind nicht so gut gewesen, wie man sich das bei Warner gewünscht hat. Naja, wie auch immer. Ob man das damit ändern kann, dass wir den Film umbenennen, ich wage es mal zu bezweifeln, aber so schaut es aus. Ein Birds of Prey T-Shirt. Auch das T-Shirt, ja, das ist jetzt in meiner Größe, aber wenn ihr die Box bestellt, gebt ihr an, welche Größe ihr gerne hättet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja etwas, sagen wir, muskulöser. Dieses T-Shirt ist jetzt in 4XL, das heißt, auch für etwas robuster gebautere Personen hat Xavi T-Shirts in der Z-Box. So, das war's auch schon wieder für diesen Monat. Wir haben, ich rekapituliere nochmal, ein Birds of Prey T-Shirt, eine Black Widow Anstecknadel, eine Eagle Moss Figur von Catwoman und eine Vinyl Figur von Harley Quinn, mein persönliches Highlight dieser Box.